Das Besondere an meinem Buch Sei nicht so hart zu dir selbst ist, dass es auf eine ganz konkrete, lebendige, gut nachvollziehbare Art und Weise in das Selbstmitgefühlskonzept einführt. Selbstmitgefühl ist ein Konzept, was ziemlich neu ist, wo wir hier im deutschsprachigen Raum uns erst seit relativ kurzer Zeit mit beschäftigen. Und es ist nicht so ein klassischer Ratgeber, wo man irgendwelche Tipps kriegt, was man machen soll, sondern es geht darum, eine Haltung zu entwickeln. Und wenn ich eine achtsame Haltung entwickelt habe, dann ergibt sich von ganz alleine, wie ich mich verhalte. Das ist genauso wie bei einer Mutter oder einem Vater, die ihr Kind lieben und die dann intuitiv wissen, wie ein unterstützendes Verhalten für das Kind ist. Selbstmitgefühl bedeutet, dass wir überhaupt wahrnehmen und mitkriegen, wie es uns geht. Das nennen wir Achtsamkeit. Dass wir verstehen, wir sind nicht alleine, auch mit den schwierigen Erfahrungen, die das Leben bereithält. Das nennen wir gemeinsame menschliche Erfahrung. Und es bedeutet, dass wir freundlich mit uns umgehen können. Freundlich mit uns umgehen bedeutet, dass wir uns freundlich uns selber gegenüber verhalten, aber auch, dass wir ein freundliches Gespräch mit uns selber führen können. Dass wir freundlich mit uns sprechen können, wenn zum Beispiel irgendwas Schwieriges in unserem Leben passiert ist. Es gibt insgesamt 3 Fragen in diesem Buch, die ziehen sich durch das ganze Buch durch. Also es gibt kleine Übungen und da bleibt man sozusagen dabei. Die tauchen immer wieder auf. Und da geht es dann darum, besser zu verstehen, wann man sich verurteilt, wofür man sich verurteilt, sich die Frage zu stellen, was jetzt ein freundlicher Umgang in dieser Situation, in der man jetzt gerade ist, mit sich wäre. Und dann gibt es noch eine Übung, die ist so eine Hilfestellung für besonders heikle, besonders schwierige Situationen. Wenn ich mit einer richtig schwierigen Lebenssituation konfrontiert bin und ich kann nicht freundlich mit mir umgehen und ich habe nicht die Fähigkeit, eine unangenehme Empfindung auszuhalten, zu tragen, dann bin ich zum Beispiel in einer Trauersituation nur noch am Arbeiten oder mache gleich eine Fernreise oder so etwas. Die Gefahr ist ganz groß, dass der Schmerz dann nicht auf eine gute Art verarbeitet werden kann, dass ich depressiv werde hinterher, dass mir meine Lebendigkeit abhanden kommt. Wenn ich aber Selbstmitgefühl habe und ich bin in einer schwierigen Lebenssituation, dann halte ich das einfach aus. Ein Fehler, den wir fast alle immer wieder machen, ist, wenn irgendwas passiert ist, was man nicht mehr ändern kann, was einfach nun mal so ist, wie es ist, sich anschließend dafür zu verurteilen. Was dann passiert ist, ist, ich habe das Leid von der Situation, also zum Beispiel den kleinen Autounfall, den ich gebaut habe, und ich habe auch noch die Verurteilung. Also wenn wir das beenden könnten, da würde es uns ein ganzes Stück besser gehen. Ich habe mein Buch eine ganze Menge Leuten geschenkt und ich habe es den Männern besonders gerne geschenkt, weil meine Erfahrung ist, dass gerade wir Männer noch mal weiter von dem Selbstmitgefühl entfernt sind als die Frauen. Die meisten Männer, wir sind doch konditioniert worden mit Indianer kennen keinen Schmerz, man darf gar keine unangenehmen Empfindungen haben, man muss mit jeder Situation zurechtkommen, man darf keine Tränen zeigen und solche Dinge. Und deshalb glaube ich, dass wir Männer das besonders gut gebrauchen könnten.